Herzlich willkommen zu Sport und Abenteuer. Mit diesem Video möchte ich euch kurz und knapp über die wichtigsten Kauftipps zum Thema Dryback informieren. Doch bevor wir starten, schaut einmal unterhalb des Videos unter www.sport-und-abenteuer.de, denn dort bekommt ihr noch viele weitere wichtige Kauftipps und Produktinformationen. Und wir starten direkt mit Kauftipp Nummer 1. Achtet vor dem Kauf eines Drybacks immer auf den Sinn und Zweck dieses Sackes. Denn möchte ich ihn entweder nur zum Tauchen haben, zum Rafting oder zum Canyoning oder einfach nur zum Wandern und hoffe, dass es in meinem Rucksack oder in meinem Bag entsprechend nicht nass oder feucht wird. Das ist erstmal entscheidend, hier eine genaue Auswahl treffen. Das hängt auch immer ein bisschen mit dem Preis und mit der Leistung zusammen. Tipp Nummer 2, achtet unbedingt bei einem Dryback immer, dass er wasserdicht ist. Und zwar nicht vom Material, das ist er ohnehin, sondern gerade an den Stellen, wo es empfindlich ist, nämlich an den Reißverschlüssen. Das unterschätzt man oder vergisst man auch mal schnell. Also schauen, dass die Reißverschlüsse auch entsprechend wasserdicht sind. Tipp Nummer 3, achtet auf den richtigen Trageriemen. Möchtet ihr den Dryback als Rucksack nutzen, vielleicht aber auch nur als einseitigen Schulterrucksack oder eben nur als Transport mit der Hand? Das sollte man ebenfalls genau vorher festlegen, hängt aber auch immer wieder ein bisschen mit dem Einsatzzweck zusammen. Tipp Nummer 4, achtet unbedingt auf das richtige Volumen. Also, er sollte nicht zu groß, aber auch nicht zu klein sein. Es sollte vor allen Dingen das rein, was wirklich, wirklich notwendig ist und nicht nass werden darf. Also lieber ein bisschen weniger planen, denn so ein Rucksack, je größer er wird, wird auch entsprechend schwer. Und Tipp Nummer 5, und das ist auch nicht zu unterschätzen, ist natürlich Zubehör. Achtet, ob es vielleicht noch ein paar Features gibt, wie zum Beispiel eine wasserdichte Handyhülle. Viele Bags werden heute mit einer wasserdichten Handyhülle heute schon angeboten. Denn gerade Elektrogeräte benötigen einfach nochmal einen zusätzlichen Sicherheitsschutz. Daran unbedingt denken. Wenn ihr weitere Informationen haben wollt, dann schaut unter www.sport-und-abenteuer.de rein. Besucht uns bitte auf unserem YouTube-Kanal unter Sport und Abenteuer, abonniert uns und schaut euch noch viele weitere interessante Kaufratgeber-Videos an. Und nun wünsche ich euch mit eurem Dryback viele trockene Stunden. Wir hoffen, das heutige Video hat Ihnen gefallen. Zum Abonnieren des Kanals klicken Sie hier. Für weitere interessante Videos klicken Sie hier.